Ja, so jetzt. Geht das Mikrofon nicht? Können wir das Mikrofon hören? Noch nicht, oder? Das hört man Ein bisschen leiser, glaube ich. Ne? Es ist nicht. auch gemutet, Ich glaube gucke ich. gerade, dass das. So, jetzt müsste man mich hören können. Hört man mich jetzt? Super. Tatsächlich für hier, für den Raum hätte es gereicht, aber so laut, dass unsere Zuhörenden von zu Hause aus mich verstehen können, da reicht meine Stimme jetzt doch nicht. Ja, erstmal herzlich willkommen im Studium Generale zu dem heutigen Vortrag hier im Hörsaal und auch für die Teilnehmenden, die zu Hause sich zugeschaltet haben. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Heute setzen wir die thematische Ringvorlesung zum Thema künstliche Photosynthese fort, die wir ja in Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich Catalyte hier durchführen. Professor Rau sprach letzte Woche über Lernen vom Vorbild der Natur, künstliche Photosynthese made in Ulm. Diese Woche haben wir nun Herrn Professor Dr. Ziegenbalg vom Institut für Chemie, Ingenieurwesen zu Gast. Er hat Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena als Diplomchemiker studiert und abgeschlossen. Zudem hat er einen Master in Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure und Naturwissenschaftler, also auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Und ebenfalls an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena hat er parallel zu dem Master promoviert zu dem Thema organische Leuchtdioden als Lichtquellen für Photoreaktoren in Mikrostrukturen. Strukturierten Reaktoren. Sie sehen, damit sind wir schon ganz nah an dem Thema, das uns auch heute wieder beschäftigen wird. Er hat mit einer Zwischenstation am Institut für Technische Chemie der Universität Stuttgart und dann nochmal mit einer Arbeitsgruppenleitung an der Universität Jena dann den Weg nach Ulm gefunden. Dort ist er seit 2017. Zunächst war er dort als Professurvertretung für die Professur Mikroverfahrenstechnik und Prozessintensivierung und seit 2018 ist er offiziell auf der Professur und eben im Institut für Chemieingenieurwesen. Soweit erstmal. Heute wird er eben über Lichtreaktoren sprechen und ich vermute, Sie wollen Ihren Laptop haben. Genau. Ja, wir sind ein bisschen traurig. Wir hätten ihn gerne behalten. Nein, alles gut. Vielen Dank. Gut. Ja, Herr Professor Ziegenbalg, Sie haben das Wort. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und müssen jetzt heute Abend doch kein Apple Gerät mitnehmen. Schade. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin ja schon ein bisschen eingeführt worden. Und für diejenigen von Ihnen, die letzte Woche schon hier waren, beim Kollegen Rau, wir machen jetzt einen ganz, ganz weiten Sprung so ein bisschen in die Anwendung. Es hat immer noch was mit Licht zu tun. Auch ich werde Ihnen hier ein paar Beispiele zeigen zu dem Sonderforschungsbereich Catalyte. Ich werde Ihnen aber noch ein bisschen breiteren Rahmen ziehen, warum wir uns eigentlich vielleicht mit Photoreaktionen generell beschäftigen sollten, auch aus der rein chemischen Perspektive. Und daher auch der Titel des Vortrags: Photoreaktoren für nachhaltige Prozesse. Also, es geht auch wirklich um die nachhaltige Herstellung von Chemikalien, wo ja auch der Wasserstoff dazu zählt. Vielleicht ein Wort vorneweg: Die Folien sind auf Englisch. Mein Laptop hat heute früh war der Meinung, er müsste mal kurz aussteigen. Deswegen habe ich die Übersetzung nicht mehr ganz geschafft. Ich versuche sie verbal dadurch zu leiten. Ich denke, das kriegen wir halbwegs hin. Ja, erster Punkt, warum wir uns damit überhaupt beschäftigen sollten, ist eigentlich so eine Übersicht, die ich ganz nett finde. Das sind die, kennen Sie vielleicht, 17 Sustainability, also Nachhaltigkeitsziele der UN. Also wir reden da jetzt nicht nur über Nachhaltigkeit im Sinne von Chemikalien, CO2, Energie oder was auch immer, sondern das sind natürlich so sozio-globale Aspekte. Wir reden hier über sowas wie Armut, Hunger, ja, Gesundheit. Und wenn man das ein bisschen jetzt weiter durchgeht, ich werde es dann nicht an jeder Stelle hier eingehen, haben wir hier einen Punkt, Clean Energy. Das ist das, was Catalyte, also den Sonderforschungsbereich, natürlich
sehr stark trifft. Wir haben hier oben ein Thema sauberes Wasser und auch Abwasser. Das ist was, was durchaus auch in der Photochemie eine Rolle spielen kann. Da habe ich jetzt keine weiteren Beispiele mitgebracht, aber ist durchaus etwas, was dort wichtig ist. Dann haben wir natürlich hier Industry, Innovation and Infrastructure. Also wir brauchen natürlich auch eine Industrie, die entsprechend nachhaltig ist und vielleicht das globalste Thema auch in meinem Empfinden zumindest in der Presse ist natürlich der Punkt Climate Action, also die Frage, was machen wir mit dem Klimawandel? Und diese Nachhaltigkeitsziele sind sehr, sehr globale Aspekte, mit denen man sich beschäftigen muss. Und wenn man das jetzt versucht, so ein bisschen runterzubrechen auf den Punkt, okay, was können wir denn jetzt eigentlich machen und welche Sektoren trifft das? Dann kann man zwar generell sagen, okay, die chemische Industrie ist in eigentlich allen Sektoren überall präsent. Die aber am wichtigsten sind, sind natürlich das Thema Energie, Mobilität und natürlich die Industrie als Konsumer und auch als Produzent generell. Und wenn man sich dann jetzt mal ein bisschen überlegt, okay, welche Lösung könnten wir denn für diese Nachhaltigkeitsproblematiken finden, dann ist das Erste, was wir uns anschauen können, natürlich der Punkt technologischer Wandel. Das ist, hat jetzt, ist durch Zufall ein Foto, was zu den Fotoreaktoren ganz nett passt. Es illustriert aber relativ gut auch die technischen Wandel. Ich meine, die Kerze hat irgendwie so einen Wirkungsgrad von, weiß ich nicht, 1% oder 0,5% in Bezug auf die Erzeugung von Licht. Also die Kerze macht natürlich hauptsächlich Wärme. Wenn wir uns jetzt diese Wolframlampen hier, normale Glühlampen, die Sie jetzt nicht mehr kaufen können, anschauen, dann ist dort der Wirkungsgrad etwa 5%. Also das ist ja schon mal so ein Faktor 5 besser. Diese Energiesparlampen liegen vielleicht sogar 10, 15%. Können Sie momentan auch nicht mehr kaufen, weil die natürlich Quecksilber enthalten und das wollen wir jetzt nicht mehr so in der Umgebung haben. Und das, was wir rechts haben, sind LEDs. Das sind Lichtquellen, die einen Wirkungsgrad so 40 bis 50% erreichen können. Das heißt, wenn wir Sie sich hier einfach diese Linie anschauen, reden wir so um Faktor 10 Energiesteigerung. Also nicht nur ein paar Prozent, sondern wirklich Größenordnung. Und das ist natürlich was, was jetzt rückblickend immer ganz einfach zu zeigen ist. Ein Thema, was ich jetzt in den Folien hier immer wieder drin habe, ist auch der Punkt ja, Elektromobilität. Das ist was, was mittlerweile immer mehr natürlich etabliert wird. Wenn wir das aber jetzt ein bisschen größer ziehen, dann kommt immer die Frage dazu, okay, was für Technologien brauchen wir alles? Und was dort natürlich sehr bezeichnend sind, sind so sogenannte disruptive Technologien. Das, was Sie jetzt hier in der Grafik sehen, ist in Schwarz erstmal die Weltbevölkerung, wie sie sich entwickelt hat über die letzten etwa 100 Jahre. Und jetzt wissen Sie ja wahrscheinlich, es gibt das Haber-Bosch-Verfahren. Das ist das wichtigste Verfahren, um künstliche Düngemittel herzustellen. Dafür gab es mehrere Nobelpreise, auch für deutsche Wissenschaftler. Und wenn man jetzt mal rausrechnet, welchen Anteil der Weltbevölkerung nur durch künstliche Düngemittel versorgt wird, dann sehen Sie, dass wir heutzutage hier etwa bei 50% der Weltbevölkerung sind. Das heißt, die Hälfte der Weltbevölkerung existiert nur, weil wir in der Chemieindustrie künstliche Düngemittel herstellen können. Und das ist natürlich etwas, was wir als disruptive Technologie bezeichnen. Das heißt, wir haben einen massiven Wandel der gesamten ja, sozioökonomischen Zusammenhänge hiermit ja, angestoßen. Und solche Technologien würden wir ganz gerne auch im Sinne des Klimawandels haben. Die Herausforderung ist hier ein bisschen, das ist nicht direkt vorhersagbar. Eine der vielleicht letzten disruptiven Technologien sind die Smartphones, die dann durch das iPhone mit Apple eingeführt wurden. Aber es gibt davon natürlich, weil die halt so entscheidend sind, nicht so viele Schritte. Ein Thema, was eine Zeit lang diskutiert wurde, war alles das, was wir Industrie 4.0 nennen, also eine Digitalisierung der Industrie. Das jetzt disruptiv ist, also von dem, was ich sehe, wäre ich da ein bisschen skeptisch, wäre aber ein Punkt, den man dort adressieren kann. Und ein Thema, das ist jetzt eine Grafik, die ist schon ein paar Jahre alt, ist von 2008. Da wurde darüber diskutiert, okay, wir wechseln von Öl zu einer Kombination aus Öl, Gas und Kohle, um dann am Ende noch ein etwas diversifizierteres Portfolio an Rohstoffen zu haben. Also hier geht es nicht nur um Energie, also Öl als Energiequelle, sondern auch als Rohstoffquelle. Wenn wir über Chemie reden, müssen wir natürlich auch uns Gedanken darüber machen, woher die Stoffe kommen und wie wir die dann halt weiter einsetzen. Denken wir einfach nur an Polymere oder ähnliche Materialien. Was jetzt hier komplett fehlt, das ist das Thema, was wir jetzt natürlich auch im Rahmen von Catalyst, von unserem Sonderforschungsbereich ein bisschen uns anschauen, ist Wasserstoff, weil einfach dieser Energieaspekt zu dem Zeitpunkt gar nicht so breit diskutiert wurde. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterschauen, dann stellt sich natürlich die Frage auch für die Chemieindustrie, was sind die
ja, globalen momentanen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und ja, die Hauptherausforderung ist im Prinzip der Kohlenstoffzyklus. Also hier geht es darum zu schauen, okay, was machen wir mit dem Kohlenstoff? Ich meine, das Hauptproblem ist einfach, dass sehr viel Kohlenstoff unter der Erde lag, wir das jetzt alles ausgebuddelt haben und wir jetzt CO2 in der Erdatmosphäre haben und dadurch natürlich alle negativen Klimaeffekte dadurch verursacht werden. Das heißt, es gibt verschiedene Ideen, dass man sagt, okay, CO2 können wir aus der Atmosphäre entfernen. Das geht technisch, ist energetisch extrem aufwendig. Wir können uns aber natürlich auch über andere Aspekte Gedanken machen, nämlich wie halten wir den Kohlenstoff zum Beispiel im Kreislauf? Also wir brauchen den Kohlenstoff einfach für alle möglichen chemischen Produkte. Das beinhaltet dann ein Recycling, das kann ein mechanisches Recycling sein, das ist das, was Sie vielleicht haben Sie schon mal gesehen haben. Chemisches Recycling bedeutet, wir zerlegen alles, was wir an Polymeren vorher hatten, so weit wieder in die Einzelbausteine, dass wir neue Polymere aufbauen können. Das ist tatsächlich wissenschaftlich gesehen der ineffizienteste Weg, den Sie sich vorstellen können, weil Sie bauen es erst auf, machen es wieder kaputt und bauen es wieder auf. Ist aber im Prinzip möglich. Und da gibt es natürlich noch verschiedene andere Möglichkeiten, das zu integrieren. Entscheidend ist für all diese Wege, dass wir es weder in die Atmosphäre emittieren wollen, also Kohlenstoff als CO2, und wir wollen es natürlich in den seltensten Fällen auch irgendwo, weiß ich, im Meer oder woanders verklappen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Diskussion, das ist was noch nicht ausdiskutiert ist, meiner Meinung nach, dass man Kohlenstoff einfach in der Erde speichert, Carbon Capture and Storage. Ist im Prinzip eine Möglichkeit. Wir wissen nicht genau, was dann passiert, wenn wir das machen. Hat uns an mancher Stelle früher auch nicht interessiert. Der chemisch interessante Aspekt ist aber, dass wir eine sehr, sehr umfangreiche Kohlenstoffquelle dann haben. Alles, was wir erstmal unter die Erde befördern, könnte man natürlich auch wieder rausholen und weiter nutzen. Und ein ganz entscheidender Punkt, und hier kommen wir im Prinzip auch wieder zu der Frage, ja, wo kommt die Energie her, ist, dass für all diese Prozesse relativ große Energiemengen benötigt werden. Und die Haupt- oder Primärenergiequelle, die wir halt auf der Erde haben, ist nur die Sonne. Das heißt, die Frage ist jetzt, okay, wie kommen wir von diesem Sonnenlicht effizient zu Energieträgern oder der Energie an sich, mit der wir dann weiterarbeiten können? Und das ist was jetzt hier aus einem Dokument der Europäischen Kommission, ich glaube, das ist jetzt so ein halbes Jahr alt, das ist zusammen mit der Chemieindustrie entstanden, wo die Frage steht, okay, wie kann man die Chemieindustrie weiter grüner gestalten, wenn man das einfach so in diesen farblichen Begriffen hält. Und der allererste Punkt, der hier kommt, ist tatsächlich gar nicht Wasserstoff, so wie man das vielleicht in der Tagespresse liest, sondern Elektrifizierung. Und der Hintergrund ist hier einfach der, dass die allermeisten chemischen Prozesse natürlich mit Wärme funktionieren. Ich verbrenne irgendwas, ich erzeuge zum Beispiel Dampf und mache mit dem Dampf dann die Reaktion warm. Das ist dort nicht zu Hause, das Kochen natürlich. Und das ist ein Schritt, der jetzt relativ ja, einschneidend ist für die Chemieindustrie. Weil wir zukünftig auf absehbare Zeit sehr viel Elektrizität haben werden. Ja, CO2-neutrale Elektrizität. Und jetzt ist die Frage, wie nutzt man die natürlich in der Industrie? Das Problem ist, dass die Technologien da zwar auf dem Reißbrett existieren, aber die technische Umsetzung natürlich eine große Herausforderung ist. Und das ist etwas, was tatsächlich für das Chemieingenieurwesen gerade eine sehr spannende Zeit ist, weil wir wollen diese Anlagen natürlich bauen und umbauen. Die anderen Punkte gehe ich jetzt nicht weiter ein. Sie sehen aber, der zweite Punkt ist jetzt das, was wir wahrscheinlich als erstes erwartet hätten, der Wasserstoff. Okay, das bringt mich so zu der ersten Frage, warum sollten wir über Photochemie nachdenken? Und der ganz einfache Einstieg ist, ja, was sind eigentlich erstmal Photoreaktionen? So, Photoreaktionen sind einfach chemische Stoffumwandlungen, bei der wir Licht nutzen. Wenn Sie mich jetzt hier anschauen oder auch meine Folien, dann nutzen Sie effektiv eine photochemische Reaktion. Wenn das Licht auf Ihr Auge fällt, dann wird eine chemische Reaktion ausgelöst und das ist das, was Ihr Gehirn dann am Ende registriert und dann so verarbeitet, dass wir das halt einfach als visuelles Sehen benutzen können. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Arten von Reaktionen, die wir unterscheiden können. Das eine ist das, was wir so als direkte Photoreaktion bezeichnen. Das heißt, wir haben ein Photon, das trifft auf ein Molekül und die Reaktion läuft los. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, dass wenn Sie schon mal so mit 3D-Druckern was gemacht haben und diese Laserdrucker gesehen haben, dann nutzt man das. Dort nutzen wir Licht, um die eigentliche Reaktion auszulösen. Das heißt, der erste Schritt ist der eigentliche photochemische Schritt und alles danach, und das ist der Hauptteil der Reaktion, läuft einfach normal, klassisch auf thermischen Wegen. Und naja, genau, hatte ich auch die Aspekte, die hier drin sind. Entscheidend ist, dass wir für den ersten Schritt genauso viele Photonen brauchen, wie wir Reaktionsschritte auslösen wollen. Oder noch mehr, weil die Reaktion ein bisschen ineffizient ist.
Hier rechts, das sind Reaktionen, da brauchen wir relativ wenig Licht und deswegen sind die auch relativ einfach und technisch umsetzbar. So, den Rest überspringen wir mal. Ich glaube, da steht jetzt nichts weiter, genau. Und die Frage, warum wir uns damit beschäftigen wollen, es liegt so ein bisschen auf der Hand. Ich glaube, der Kollege Rau hat das letzte Woche auch so ein bisschen eingeführt hier. Ohne Photosynthese, also ohne chemische Reaktionen, würde es das Leben, so wie es jetzt auf der Erde existiert, nicht geben. Und was ich hier eigentlich ganz nett finde, ist hier drüben diese Grafik. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip der Partialdruck, also der Anteil vom Sauerstoff oder von den verschiedenen Gasen in der Atmosphäre. Und so vor 4 Milliarden Jahren haben wir eigentlich keinen Sauerstoff gehabt. Das war auch relativ lange so der Fall. Und dann gab es hier einen sehr massiven Anstieg des Sauerstoffanteils. Das ist der Zeitpunkt, an dem Photosynthese auf der Erde begonnen hat. Weil Photosynthese gerade CO2 mit Wasser zu Kohlenhydraten und als Nebenprodukt Sauerstoff umwandelt. Und letztendlich ist das das Oxidationsmittel, was wir jetzt hier nutzen, um unsere Energie umzusetzen, nur das Nebenprodukt der Photosynthese. Weil die Pflanzen sind natürlich an dem Sauerstoff gar nicht so ohne weiteres so gar nicht wirklich interessiert, sondern die Pflanzen wollen natürlich Energie speichern in Form von Kohlenhydraten. Und das ist etwas, was relativ beeindruckend ist, also finde ich zumindest. Und wenn man sich das jetzt mal in den Gesamtkontext setzt, dann sieht man, dass global wir etwa 180 Terawatt an Energie mit Biomasse speichern. So, damit könnten wir etwa dreimal den Energieweltbedarf decken. Also nur das, was die Pflanzen machen und dass wir jemals irgendwas anderes damit tun. Also gigantische Energiemengen und das ist auch nicht alles Licht, was wir wirklich benutzen. Also denken Sie einfach nur an Meere, irgendwie in der Arktis oder sowas, da kommt eh nicht so viel Licht an, aber da ist natürlich auch sehr wenig Photosynthese enthalten. Und das bringt mich jetzt zur Frage, warum wollen wir jetzt weiter Photochemie machen? Also Photosynthese, also grüne Photosynthese wäre der biologische Prozess. Wenn wir über Photochemie reden, reden wir über künstlich angeregte Reaktionen meistens. Und da gibt es tatsächlich so eine visionäre Aussage, ein Zitat von Giacomo Giamician. Das ist jetzt veröffentlicht worden 1912 in Science. Und er sagt im Prinzip, in Zukunft wird es auf den dürren Feldern Industriekolonien geben, die keinen Rauch haben. Das müssen wir so ein bisschen zurückdenken. 1912 war natürlich der Schornstein so das Symbol für Industrie. Stattdessen gibt es dann hier eben Wälder aus Glasröhren und die werden sich über die gesamten Felder erstrecken. Und das ist also die Art von Chemie oder Industrie, die wir dort zukünftig sehen werden. Und alles, was hier drin durchgeführt wird, wird dann Photochemie sein. So, diese Vision kam ein bisschen daher, wie er gearbeitet hat. Das ist ein Labor gewesen in Italien, in Bologna. Und was Sie hier sehen, sind natürlich die ganzen Reaktoren. Das sind Glaskolben, mit denen man dann am Ende die photochemischen Reaktionen besucht hat. Und er war einer der Pioniere, der das wissenschaftlich bearbeitet hat. Ja, warum wollen wir uns heutzutage noch damit beschäftigen? Den ersten Punkt hatte ich schon ein bisschen eingeführt. Also Energiewandlung ist natürlich für uns auch spannend. Das hat in der Herr letzte Woche erzählt. Also wir wollen irgendwie Wasserstoff zum Beispiel herstellen, um das dann als Energieträger für uns zu nutzen. Ein Thema, was für die Photochemie tatsächlich noch länger relevant ist als die Wasserspaltung, ist das Thema Abwasserreinigung. Luftreinhaltung ist ein Thema. Das sind Sachen, die ich jetzt hier nur ein bisschen ankratze. Und das, womit ich mich hier jetzt so ein bisschen beschäftigen möchte und wo ich Ihnen ein bisschen Einblicke geben möchte, auch die präparative Photochemie. Also wir wollen Moleküle herstellen, die für uns dann eine höhere Wertschöpfung haben. Und was können das für Moleküle sein? Hier oben ist so ein bisschen das, was wir vielleicht nicht unbedingt als grüne Chemie bezeichnen würden. Das ist eine Chlorierung. Ich sehe gerade, es ist gerade ein bisschen schlecht zu lesen. Also wir wollen hier ein Chlor an diese Methylgruppe einführen. Das kann man machen, indem man Chlor in den Reaktor blubbert und Licht anschaltet. Und dann gibt es aber verschiedene Nebenprodukte, die wir hier bekommen können. Wenn wir Chemikalien haben wollen, die Sie auch zum Beispiel im Alltag finden, also in Shampoos zum Beispiel, Benzylalkohole, das ist der Zugang zu diesen Molekülen. Also man fängt immer sehr häufig mit ein bisschen hässlicher Chemie an, um dann was draus zu machen, was man dann auch im Alltag hat. Vielleicht nicht ganz so hässlich ist das Molekül hier, das ist Artemisinin, das ist ein Antimalaria-Wirkstoff. Für den gab es 2015 den Nobelpreis, also für die Entdeckung dieses Stoffs. Und der entscheidende Schritt ist tatsächlich der erste hier. Wir wollen dieses Hydroperoxid bilden und dafür brauchen wir Sauerstoff und Licht und einen Farbstoff. Sehr spannender Ansatz. Und wenn wir noch einen Schritt weiter denken und überlegen, welche Vorteile so eine photochemische Reaktion haben könnte, dann können wir erstmal generell festhalten, dass das
Kernelemente für eine nachhaltige chemische Prozessführung ist. Wir haben Licht als spurenloses Reagenz. Also wenn wir Licht ausschalten, ist die Reaktion auch vorbei. Das ist was man auch positiv nutzen kann. Das werde ich Ihnen dann gleich nochmal ein bisschen zeigen. Wir haben die Möglichkeit, neue Prozessrouten zu adressieren, also neue Synthesewege zu nutzen, die einfach mit Wärme überhaupt unmöglich sind. Die sind einfach physikalisch-chemisch verboten. Und wir haben sehr häufig eine erhöhte Selektivität. Und jetzt kommen wir quasi so ein bisschen zum Punkt zu diesen Europäischen Kommission zurück. Die Reaktionen sind natürlich intrinsisch elektrifiziert. Bedeutet, die Lichtquellen, die wir benutzen, auch die Lichtquellen, die wir hier haben, nutzen natürlich alle Strom. Und um die Reaktion zu starten, können wir jetzt den Strom nutzen und die Reaktion durchführen. Vielleicht noch ein Beispiel. Haben Sie vielleicht gesehen, vor 3 Jahren Chemie-Nobelpreis an David McMillan. In Deutschland hat er zu den gleichen Teilen Benjamin List bekommen für asymmetrische Synthesen. Und der interessante Punkt ist, das ist jetzt ein Screenshot, den ich gemacht habe, als der Nobelpreis verteilt wurde oder bekannt gegeben wurde. Das ist die meistzitierte Publikation von David McMillan zu dem Zeitpunkt gewesen, mit knapp 5000 Zitaten. Also so in 8 Jahren, das ist schon erstmal gewaltig. Und was er gemacht hat, sind photochemische Transformationen sich anzuschauen. Das ist das, was wir heutzutage Photoredox-Katalyse nennen. Also zwei sehr aktuelle Nobelpreise. Und vielleicht noch ein Punkt der Bedeutung von photochemischen Prozessen in der Industrie. Was Sie jetzt hier sehen, ist eine Auflistung der elektrischen Leistung von Lichtquellen, die in chemischen Prozessen installiert sind. Also das sind wirklich alles großchemische Prozesse. Und 2014, also das sind Zahlen von einem Kooperationspartner hier, Pechel Ultraviolett ist ein Hersteller von Photoreaktoren, die großindustriellen Anlagen auch bauen. Und 2014 hatten die in Westeuropa etwa 7 Megawatt an Leistung installiert. So, und wenn man sich jetzt anschaut, was seitdem passiert ist, also in den letzten 10 Jahren sind etwa 500 Kilowatt an Quecksilberdampflampen hinzugekommen, plus natürlich Ersatzlampen für die existierenden Prozesse und 200 Kilowatt an LED-Lampen. Also die Technologie hat sich ein bisschen gewandelt. Und um das so in den Kontext zu setzen, diese 200 Kilowatt LED-Lampen entsprechen etwa 1,2 Megawatt bei den Quecksilberdampflampen. Also wir haben hier jetzt etwa knapp 2 Megawatt an Lichtleistung dazu bekommen, einfach um halt mehr Chemikalien zu produzieren. Genau, das kann man vielleicht überspringen. Vielleicht noch ein Beispiel, das ist jetzt aus der industriellen Praxis. Hier gab es eine Anlage vorher mit etwa 40 Lampen, a 30 Kilowatt Leistung. Und wenn wir jetzt LEDs-Lampen da einsetzen statt Quecksilberdampflampen, dann ist es im Prinzip möglich, diese Gesamtleistung von 1,2 Megawatt auf 200 Kilowatt zu reduzieren. Und dann haben Sie immer noch zu viel Licht. Das heißt, Sie müssen es noch weiter runtertrimmen, dass das funktioniert. Also das ist tatsächlich das, was wir hier auch als Game Changer bezeichnen. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir jetzt auch diesen erneuerbaren Strom nutzen können. Wo wird es noch angewandt? So kurzer Überblick. Wir haben eine ganze Reihe an sogenannten Grundchemikalien, Photochlorierung habe ich schon angebracht. Wir reden hier über sowas wie größere 100.000 Tonnen pro Jahr. Also das sind durchaus großskalige Prozesse. Wenn Sie zu Hause Ihr Haus sanieren wollen und eine neue Abflussleitung einbauen, ist das ganz häufig chloriertes PVC. Das wird über einen photochemischen Prozess hergestellt, aus PVC direkt. Photobromierung sind wichtige Bausteine für die Synthesen. Tenside bekommen Sie häufig über Photosulfoxidation. Ein ganz spannendes Beispiel ist die sogenannte Photonitrosylierung. Damit können Sie Caprolactam herstellen. Und das ist einer der wesentlichen Bausteine für Polyamid. Also das ist das, was Sie als Nylon kennen. Und wenn wir ein bisschen weiter rüberschauen in die Spezialitäten Chemie oder Pharmazeutika, dann hatte ich Ihnen ja gerade schon das Artemisinin gezeigt. Das ist eine Photooxidation. Und wir können das natürlich auch dafür einsetzen, indem wir dann wirklich Nahrungsergänzungsmittel herstellen. Bei Photoisomerisationen sind die Vitamine zu nennen, insbesondere Vitamin D. Also das Vitamin, was Sie in der Haut auch herstellen. Das macht man auch großtechnisch. Und das ist beides im Prinzip die gleiche Chemie. Also Sie nutzen halt UVB bis C-Licht. Und stellen das dann halt einfach in größeren Mengen her, auch um entsprechende Nahrungszusätze für die Viehhaltung bereitzustellen. Weil die Kühe, wenn die jetzt die ganze Zeit im Stall stehen, natürlich auch zu wenig Sonne abbekommen. Okay, jetzt kommt hier so ein bisschen erschlagende Folie. Das sind alle Punkte, über die wir uns Gedanken machen müssen, eigentlich, wenn wir photochemische Reaktionen uns anschauen. Wir wollen im Prinzip von einer Reaktion zu einem Prozess kommen. Also wir kennen die Chemie, wir wollen das dann irgendwann mal großtechnisch umsetzen.
Das sind die Aspekte, die Sie sich anschauen müssten. Ich werde Ihnen mal so ein bisschen, also Sie jetzt ein bisschen durchführen, was das eigentlich bedeutet, bevor ich in die Details da reinspringe. Vielleicht zwei Informationen hier. Wir haben ein paar Randbedingungen, das sind natürlich die ökonomischen, das ist, denke ich, ganz klar. Wir haben die technischen Randbedingungen, das sind insbesondere die Lampen und die Materialien, die wir verwenden können. Und wir können unterscheiden zwischen sogenannten molekularen Randbedingungen, also allen Eigenschaften, die den Molekülen inne sind, und den Strahlungsrandbedingungen, die damit zusammenhängen, wie das Licht mit der Materie wechselwirkt. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen uns anschauen, was passiert, wenn wir die Photoreaktion erstmal links liegen lassen und nur die thermischen Reaktionen anschauen, dann bleibt alles übrig, was nicht in diesem L hier ist. Und Sie sehen, das ist schon ein bisschen was. Und daran arbeiten wir schon seit, weiß ich nicht, 150, je nachdem, wie wir jetzt den Zeitrahmen ziehen, 200 Jahren, intensiv, um industrielle Prozesse herzustellen oder zu etablieren, die effizient laufen. All das andere kommt natürlich dazu. Und das wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen genauer anschauen. Dazu vielleicht noch zwei Punkte, die wichtig sind. Der erste Punkt, den hatte ich Ihnen schon gesagt, wir brauchen Photonen in allermeisten Fällen stöchiometrisch, also in den gleichen Mengen, wie wir die Chemikalien herstellen wollen. Und der zweite Punkt ist, dass wir den Photonenstrom, also wie viele Photonen pro Zeiteinheit auf unseren Reaktor treffen, kennen müssen. Das ist der Schlüsselparameter. Und jetzt gibt es ein kleines Problem. Das nennt sich Lambert-Beerschtsches Gesetz. Das beschreibt die Abnahme der Lichtintensität, wenn das Licht durch die Materie geht. Und die Intensität sieht dann etwa so aus wie diese Kurve. Wir haben am Anfang, also die Lampe wäre auf der rechten Seite, ganz viel Licht. Und sobald wir hier in den Reaktor reingehen, Sie sehen, die Dimensionen hier sind bei etwa 500 Mikrometer, nimmt die Intensität sehr stark ab, exponentiell. Und wir haben jetzt eine Herausforderung, dass sehr viel Reaktion hier stattfindet und hier hinten fast gar nichts mehr. Und das ist tatsächlich was, was ich Ihnen jetzt gerade noch ein bisschen zeigen möchte, was man mit den Reaktoren dann machen muss, damit die Reaktion trotzdem noch effizient läuft. Genau, was brauchen wir? Wir brauchen das Prozess-Know-how und wir brauchen auch die Reaktoren dafür. So, und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also, was gibt es hier? Wir fangen mal den ersten Punkt an, Absorptionsspektren, also welche Farbe hat unser Molekül. Und wir müssen natürlich ein paar Eigenschaften vom Licht haben. Sie kennen das vielleicht von den Lichtquellen, die Sie zu Hause haben. Dann gibt es halt mal so warmes Weiß und es gibt kaltes Weiß. Das ändert effektiv das Absorptionsspektrum. Ich habe Ihnen hier zwei mitgebracht. Das wäre das Spektrum der Lichtquelle. Das ist eine weiße LED. Das ist tatsächlich aus meiner Dissertation. Und das, was Sie hier so schwarz durchgezogen haben, ist das Spektrum unseres Stoffes, der Licht absorbiert. Das ist Bengalrosa in dem Fall. Und Sie sehen, irgendwie haben wir ziemlich viel Fläche, wo wir keinen Überlapp haben. Das bedeutet, die Lichtquelle ist für den Prozess zwar prinzipiell funktionstüchtig, aber wahrscheinlich ökonomisch ineffizient. Weil wir das ganze Licht, was wir hier erzeugen, relativ energieaufwendig dort verlieren. Also müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, wie ist denn diese Wechselwirkung zwischen Licht und Materie? Und ich versuche das mir ein bisschen kurz zu halten, sonst den Zeitrahmen ein bisschen sprengen. Wir müssen uns natürlich Gedanken machen, was macht das Licht mit dem Reaktor oder in dem Reaktor. Wir haben halt das, was man bei einem Fenster haben möchte, Transmission, also Licht geht rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Das sollte möglichst effizient bei einem Fenster funktionieren. Das, was wir als eigentlichen Hauptprozess haben wollen, ist die Absorption. Also Licht soll von unserem Molekül absorbiert werden. Und dann gibt es noch ein paar andere Effekte wie Streuung, Reflexion oder Brechung, die alle meistens dazu führen, dass der Reaktor ineffizienter wird. Also muss man sich da ein bisschen Gedanken zu machen. Dann, zweiter Punkt, ist natürlich die Frage, was für eine Reaktion haben wir. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist das Reaktionsnetzwerk von Vitamin D. Vitamin D ist dieses Molekül hier auf der rechten Seite. Und wir beginnen die Reaktion normalerweise mit diesem Provitamin D, das ist oder auch 7-DHC, 7-Dehydrocholesterol, und strahlen jetzt hier Licht ein. Und alle anderen Reaktionen, die Sie hier sehen, zu diesen verschiedenen Molekülen, sind auch Photoreaktionen. Das macht es akademisch interessant, industriell nicht ganz so spannend. Weil, wenn Sie hier Licht drauf strahlen, produzieren Sie ein ganzes Spektrum an Molekülen. Sie wollen aber eigentlich nur das da bekommen. Also muss man sich Gedanken machen, wie man den Reaktor so betreibt, dass das halt möglichst effizient funktioniert. Und jetzt kommen wir so ein bisschen also zum Beispiel aus Catalyte. Hier sind wir jetzt bei der Wasseroxidation. Das hat der Herr Rau wahrscheinlich schon eingeführt. Wenn Sie Wasserspaltung machen wollen, müssen Sie sowohl die Reduktion machen, als den Wasserstoff herstellen. Das ist das, was uns eigentlich interessiert. Und dann gibt es die Oxidation. Da produzieren wir Sauerstoff. Das wollen wir eigentlich nicht haben, weil wir genug Sauerstoff haben. Sie können das aber chemisch nicht entkoppeln. Also müssen Sie sich beide Reaktionen anschauen. Und blöderweise ist die Oxidation die schwierigere.
Deswegen haben wir uns hier ein bisschen angeschaut. Wir haben hier einen Katalysator, das ist der rote Farbstoff. Und wir haben jetzt hier so einen Opferagent, mit dem wir die Reaktion durchführen können. Am Ende bekommen wir hier Sauerstoff, den können wir messen. Und wir haben jetzt hier so schematisch mal dargestellt so einen Reaktor. Da ist die Flüssigkeit drin. Wir haben hier eine Pumpe, das wird in so einen Kapillarreaktor gepumpt. Der sieht von oben etwas so aus. Das sind einfach kleine Kapillaren, durch die wir dort Flüssigkeit pumpen können. Und wir bauen hier oben drauf eine Lampe. Und dann gibt es noch ein bisschen anderes Equipment, dann können wir jetzt mal drüber springen. Und was wir jetzt hier messen können, ist eine sogenannte Turnover-Number. Das ist so etwa die Lebenszeit unseres Systems. Wenn wir eine Turnover-Number oder eine Umsatzzahl von 1 hätten, würde das bedeuten, mit jedem Molekül, das aktiv ist, können wir ein Molekül Sauerstoff herstellen. Das wäre ziemlich ineffizient. Deswegen reden wir eigentlich über Katalyse nur, wenn diese Turnover-Number deutlich größer als 1 ist. So, und wir haben hier angefangen mit ersten Versuchen, war nicht so super effizient, 40 etwa. Und dann haben wir angefangen mit den Betriebsbedingungen zu spielen. Wir haben gesehen, okay, wenn wir die Intensität von unserer Lichtquelle, das ist diese Radiant Power, reduzieren, steigt die Lebensdauer so schon mal um Faktor 3, so auf 120 etwa. Und wenn wir jetzt noch anfangen, unsere Pumpe zu variieren, also schneller zu pumpen, dann sehen wir, dass wenn wir relativ schnell pumpen und niedrige Intensitäten haben, wir auf einmal bei einer Turnover-Number von 400 sind. Das heißt, durch die Betriebsbedingungen, die wir dort einstellen, können wir zum einen kurze Pulsationen realisieren. Man muss sich jetzt vorstellen, dass so ein Molekül durch den Reaktor fließt und dann sieht es zwischendurch Licht, wenn es bei der Lichtquelle ist, und wenn es wieder rausfließt, ist es dunkel. Und dieser Effekt, diese Pulsation, führt dazu, dass wir am Endeffekt eine zehnfache Steigerung der Lebenszeit haben. Und wenn wir das jetzt auch umrechnen auf die Effizienz der Photonennutzung, reden wir sogar über einen Faktor 20. Also der Reaktor an sich und auch die Betriebsbedingungen, die wir hier einstellen, sind entscheidend für die gesamte Effizienz dieses Prozesses. Gut, dann springen wir darüber. Was kann man noch machen? Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich kann Ihnen mal zeigen, was man noch probieren kann. Wir haben jetzt hier, das sind so Standardreaktoren, die man im Syntheselabor einsetzt, so ein Schwenkkolben. Und die linke Seite ist, wie wir normalerweise rühren. Da ist unten so ein Rührfisch drin, dann drehen wir die Rührfischplatte auf und effektiv sehen Sie nichts weiter aus, als dass hier unten der Rührfisch sich dreht. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil das bedeutet, dass hier oben diese Flüssigkeit eigentlich nicht gerührt wird. Wir haben dann einen anderen Rührer hier hergestellt. Der ist 3D gedruckt. Ich gehe nochmal zurück. Und wenn wir jetzt das Gleiche hier machen, die Rührplatte zu starten, dann sehen Sie, dass wir hier so eine Wirbelbildung bekommen. Die wird es gleich hier reinziehen. Und Sie sehen schon visuell, dass die Durchmischung viel besser ist. Also man sieht, okay, irgendwie bewegt sich die Flüssigkeit dort rum. Das ist jetzt nicht so super überraschend. Wenn wir jetzt die Reaktion durchführen, die wir vorhin hatten, diese Wasseroxidation, dann haben wir jetzt quasi zwei Versuche. Zum einen den Fall, dass wir rühren. Und lustigerweise den Fall, wenn wir nicht rühren. Und wenn wir nicht rühren, sinkt die Lebenszeit von unserem System irgendwie um Faktor 2. Und die Begründung dafür ist, dass wenn wir so ein Molekül haben, was jetzt hier einfach mit diesen roten Bällchen dargestellt ist, dann wird das einfach, ich gehe nochmal zurück, bewegt sich das die ganze Zeit in diesem Reaktor im Kreis. Und wenn wir das jetzt projizieren auf die Intensität, führt das dazu, dass wir am Anfang hohe Intensität haben, dann geht die runter und dann geht sie wieder hoch. Das heißt, wir haben im Prinzip für jedes Molekül so eine Art Pulsation des Lichtes. Und diese Pulsation sorgt dafür, dass die Gesamtlebensdauer von dem System wieder hochgeht, weil wir sonst zu viel Licht haben und Nebenreaktionen haben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen mit den Reaktoren beschäftigen. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Beispiele für Lichtquellen mitgebracht. Das wäre so eine typische Quecksilberdampflampe, die man auch technisch einsetzt. Das ist einfach so ein langes Rohr. Innen drinnen wird das Licht erzeugt. Jetzt weiß ich nicht, was wir hier drin haben. Hier oben haben wir so Niederdruck-Quecksilberdampflampen drin, die außenrum Phosphor haben. Deswegen ist das Licht weiß und nicht im UVC. Dann gibt es Xenonlampen. Das sind eher so ja, kugelförmige Lampen. Und die modernen Lichtquellen, die LEDs, sind einfach so kleine Spots. Das ist jetzt nicht maßstabsgetreu. Die LEDs sind, Sie kennen das vielleicht vom Handy, wenn Sie da so mal Licht anmachen oder den Blitz fürs Handy, dann sind die viel, viel kleiner. Das heißt, man muss sich da auch ein bisschen Gedanken machen, wie man das ausrichtet. Und wenn man jetzt auf die technischen Reaktoren schaut, dann ist es für uns ganz wichtig, dass diese Lampen sehr, sehr viel Leistung haben. Das heißt, wir müssen die auch entsprechend kühlen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal probiert haben, wenn Sie vergessen, die Taschenlampe an Ihrem Handy auszuschalten. So für 5 Minuten. Und dann mal die Taschenlampe anfassen. Also das ist die LED, dann ist das super heiß. Und genau das Problem haben wir technisch auch. Wir müssen dann nämlich die LEDs kühlen.
Das heißt, wir haben jetzt hier ein System entwickelt, mit dem man die LEDs flüssig kühlen kann. Wir können die Leistung auch dann deutlich hochziehen. Und das sind dann auch Lampen, die man technisch in so einem 1 Kubikmeter Reaktor umsetzt, mit dem man dann so CN-Kupplung machen kann. Ein anderes Problem ist, dass wir häufig Substanzen haben, die selbst Licht absorbieren. Wir hatten das gerade bei dem Vitamin D gesehen. Und all diese Substanzen absorbieren bei derselben Farbe. Und das ist technisch ein Problem, weil was passiert, wenn wir hier nicht durchmischen, dann haben wir so eine Reaktionsfront. Am Anfang haben wir ja schon gelernt, ist die Reaktion sehr schnell. Da produzieren wir hier sehr, sehr viel Produkt. Und dieses Produkt wirkt wie so ein ja, Sonnencreme, wie so ein Filter. Und in dem weißen Bereich des Reaktors passiert gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir ordentlich rühren. Wir haben das ja auch gerade bei den gerührten Reaktoren schon gesehen. Was man hier machen kann, sogenannte statische Mischer einzubauen. Ich zeige Ihnen da gleich noch ein paar Bildchen, die dafür sorgen, dass diese Quervermischung stattfindet. Und die Reaktoren können dann gegebenenfalls so aussehen. Das ist so eine CAD-Zeichnung von unserem Reaktor. Hier in der Mitte ist die Lichtquelle, außen haben wir die statischen Mischer. Und das wäre quasi eine Einheitszelle für einen größeren Reaktor. Das heißt, wir lernen mit diesem System etwas, wie die Reaktion funktioniert und bringen das dann in den größeren Reaktor, sodass wir dann auch im Produktionsmaßstab was produzieren können. Wie sieht das dann aus? Das ist so unser Laborsetup. Sie haben den Reaktor hier rechts, hier links so ein Vorlagegefäß, das wird hier umgepumpt mit der Pumpe. Und das sind so statische Mischer, verschiedene Formen, gehe ich jetzt nicht ins Detail auf, die unterschiedlichen Einflüsse haben. Und wenn man die Reaktoren sich erstmal so anschaut, dann haben wir jetzt hier verschiedene Mischer. Warum brauchen wir die Mischer? Sie sehen jetzt hier so eine Farbinjektion. Und was wir normalerweise haben wollen, ist, dass diese Farbe ganz schnell aus dem Reaktor wieder rausgeht. So, und Sie sehen jetzt auf der linken Seite schon, in dem leeren Reaktor ist es immer noch blau. Auf den rechten ist es schon fast wieder transparent. Und das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Dass wir quasi eine Front haben mit dieser Farbe, die ganz schnell durchläuft. Und Sie sehen, dass das durch diese Mischer mehr beeinflusst wird. Kann man auch quantifizieren, gehe ich jetzt hier gar nicht weiter ein. Ich möchte Ihnen nur noch mal zeigen, warum das wichtig ist. Und was Sie hier links sehen, ist im Prinzip ein Labor-Fotoreaktor. Wenn wir die Lichtquelle anschalten, dann sehen Sie hier blau quasi die Fluoreszenz. Das ist dort, wo das Licht ist. Und wenn Sie hinschauen, sehen Sie hier auch, hier außen ist gar kein Licht. Da passiert gar nichts. Das heißt, der Reaktor ist eigentlich sehr ineffizient. Und wenn wir jetzt den Reaktor optimieren, das ist jetzt ein optimierter Laborreaktor, dann sehen Sie, die Durchmischung ist viel, viel intensiver und wir haben jetzt hier diese Fluoreszenz wirklich im gesamten System. Und das ist das, was wir am Ende haben wollen. Und also das Schöne an Photochemie ist, dass die Reaktoren wunderschön aussehen und schön leuchten. Deswegen sehen wir das auch sehr schön. Und das ist was man sich natürlich anschauen muss, dass man die richtigen Reaktoren hat, um Schlussfolgerungen für den großen Reaktor zu ziehen. Deswegen gehen wir jetzt gerade nochmal einen Schritt weiter. Jetzt ist es noch dunkler, als es normalerweise ist. Der Reaktor, den ich Ihnen vorhin gerade gezeigt habe, nicht auf der Direktfolie vorher, sondern dieser lange mit den statischen Mischern, sieht im Betrieb dann vielleicht so aus, wenn wir die Lampe anmachen. Das ist, ich weiß nicht, warum es jetzt so dunkel ist. Aber was ja spannend ist, ist, dass man hier Reaktionen durchführen kann. Die kann man jetzt gar nicht mehr sehen, das ist viel zu dünn. Aber das ist auch so eine Reaktion, die sich selbst verschattet, nennen wir das. Wenn man sich die Lösung an sich anschaut, ist sie am Anfang transparent und dann wird die hier so pink. Und wenn wir jetzt in den Reaktor hier reinschmeißen und die Lampen anmachen, dann sehen Sie, dass wir hier auf einmal so gelbe Farbe bekommen. Das zeigt uns an, wo das Produkt ist. Das ist die Fluoreszenz von dem Produkt. Und wenn man genau hinschauen kann, das, na gut, hier oben sieht man es vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, man kann das hier nicht vergrößern. Dann bewegt sich nicht mehr. Sehen Sie sogar, wie sich die Strömung da drin bewegt. Also Sie können quasi anhand dieses Bildes sogar zurückfolgern, wie gut das Ganze durchmischt wird. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Geht es jetzt nicht weiter? Kann man das auswerten? Ich gehe da jetzt gar nicht aufs Detail ein. Bin schon ein bisschen spät dran. Auf jeden Fall kann man die Reaktion jetzt auswerten. Man sieht, dass die Farbe sich dann ändert im Reaktionsfortschritt. Und wenn man das weiter auswertet, dann sieht man, ich zeige Ihnen jetzt einfach mal die finalen Ergebnisse. Wir haben hier den Umsatz, also wie gut die Reaktion gelaufen ist im Prinzip. Für den leeren Reaktor, das ist quasi dieses schwarze Balken. Und wir haben hier oben die Varianten mit den Mischern. Und Sie sehen, dass dort der Umsatz von irgendwie so 11% auf knapp 18, 19% ansteigt. Nur durch die Installation von diesen statischen Mischern. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter analysiert, dann nutzen wir eine Größe, das ist hier dieses Xi. Das ist die sogenannte photonische Effizienz. Also wie effizient nutzen wir die Photonen, die wir wirklich im Reaktor haben.
Und wenn man das analysiert, dann sieht man hier, dass wir etwa Faktor 2,4 die Effizienz steigern. Und das ist natürlich was, was für die Industrie wichtig ist. Wenn Sie jetzt auf einmal das 2,5-fache Ihre Stromrechnung zahlen müssen, ist das was, was auch in der Industrie dann durchaus ein Problem ist. Also auch unabhängig von den Energiepreisdiskussionen, die wir momentan haben. Also man muss sich Gedanken über diese Bücher machen. Und ich habe jetzt hier noch ein weiteres Beispiel mitgebracht. Das ist wieder aus Ketterlite, was wir hier gemacht haben. Ist ein sogenannter Loop-Reaktor zu entwickeln. Der hat hier innen drin so eine Röhre. Und wenn Sie hier die so, ja, Propeller im Prinzip installieren, führt das dazu, dass Sie hier eine erzwungene Strömung haben. Also die Flüssigkeit fließt erst nach unten, wird hier unten umgelenkt und fließt wieder nach oben. Das sieht dann im Video so aus. Sie sehen jetzt hier wieder die Farbe, die nach unten läuft. Die wird jetzt umgelenkt, unten ist noch ein bisschen Todzone und geht wieder nach oben. Das kann man jetzt auch quantifizieren. Das sind die roten Bildchen rechts und Sie sehen dann zumindest unter den Betriebsbedingungen, dass wir nach etwa 8 Sekunden bei so einem 500 Milliliter Reaktor voll vermischt sind. So, warum machen wir das? Nun, wir haben hier jetzt Wasserspaltung zum, oder Wasserreduktion gemacht. Wir haben jetzt hier so einen Kohlenstoffnitrit mit Platin beladen und können dann Wasserstoff erzeugen. Und was Sie jetzt hier sehen, ist quasi die Wasserstofferzeugungsrate, also in Mikromol pro Stunde. Wir haben das relativ lange durchgeführt, 70 Stunden. Sieht ziemlich stabil aus. Das ist das, was erstmal aus der Materialseite wichtig ist. Auf der reaktionstechnischen Seite sehen wir hier, dass wenn wir den Inertgasstrom, mit dem wir das Durchblubbern erhöhen, können wir hier die Effizienz oder die ja, Produktionsrate etwa um Faktor 2 steigern, von 30 auf 60 Mikromol pro Stunde. Also die Betriebsbedingungen sind, haben massiven Einfluss auf die Effizienz. Und hier drüben gibt es nochmal das Rühren. Also wenn wir die Rührdrehzahl in der Mitte von dem Reaktor variieren, dann sehen Sie, dass wir hier unten so einen Bereich haben, die ersten drei Punkte, der ist quasi horizontal. Das heißt, ändert sich fast nichts. Das ist der Bereich, wo dieses Konzept noch nicht gut funktioniert. Erst wenn wir schneller anfangen zu rühren, bekommen wir mehr Durchmischung und dann sehen Sie, dass jetzt hier die Effizienz weiter steigt von so irgendwie 35 Mikromol pro Stunde auf 50. Also relativ einfaches Konzept, aber relativ wirkmächtig. So, und jetzt kommen ein paar überladene Folien, deswegen gehe ich da nur ein bisschen drüber durch. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, waren jetzt sehr viele Reaktoraspekte. Wenn man jetzt über Photoreaktion an sich nachdenkt und auch wir mit unseren chemischen Kollegen uns unterhalten, was wollten wir jetzt eigentlich machen, dass die Reaktionen effizient werden, dann muss man ganz schön viele Punkte sich anschauen. Die sind jetzt hier so ein bisschen zusammengefasst. Wir haben das, was wir chemische Parameter sind auf diesen Punkten. Das sind die Moleküle zum Beispiel. Ich habe jetzt hier so eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungs- oder Kohlenstoff-Kohlenstoff-Kupplung. Und Sie können das mit sehr vielen verschiedenen Substraten machen, gehen wir gar nicht aufs Detail ein. Aber Sie sehen, dass die Reaktion auch jedes Mal anders ist. Sie haben unterschiedliche Moleküle, also muss die Reaktion auch unterschiedlich ablaufen. Das sieht man dann ein bisschen an diesen Prozenten. Das ist die Ausbeute. Hier, am Anfang sind wir bei 89%. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, sind wir bloß noch bei 83%. Also abhängig vom Molekül ändert sich natürlich sehr viel. Dann kommt natürlich sowas dazu wie Konzentration, also wie viel habe ich von meinen Molekülen dazu, Temperaturen oder auch Druck. Und das kann man jetzt weiter durchspielen. Jetzt sind hier so ein paar Balken mit unterschiedlichen Lösungsmitteln, Liganden und Sie sehen, das variiert jetzt relativ stark von irgendwie 0,5 bis 2,5. Ist im Detail jetzt auch gar nicht wichtig, zeigt nur, dass es sehr viele Einflussparameter gibt. Und jetzt fehlt noch die Folie. Genau, man kann das Ganze natürlich auch mit sehr komplexen Systemen machen. Was wir hier haben, sind so gekoppelte Katalysezyklen. Wir haben hier einen lichtgetriebenen Schritt und wir haben einen normalen Kreuzkopplungsschritt an der Stelle. Und wenn Sie sich das alles im Detail anschauen wollen, dann kommen Sie irgendwann zu dem Schluss, eigentlich kann ich nicht vergleichen, was System A und was System B macht. Das ist natürlich für die Wissenschaft jetzt ein bisschen ein Problem, weil wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie das weitergeht. Und ich kann jetzt Ihnen jetzt noch ein Beispiel mit den Reaktoren zeigen. Verschiedene Reaktoren, gleiche Reaktion. Und was wir dann sehen, ist die Produktivität. Das ist jetzt einer von diesen Leistungsindikatoren, die wir hier verwenden, ist in diesem Spinning Disk Reaktor, das ist der hier oben, massiv höher, also etwa ein Faktor 5 im Vergleich zu anderen Systemen oder halt quasi unendlich viel größer, weil die anderen Systeme sehr, sehr ineffizient sind. So, und das stellt uns immer noch vor die Frage, okay, was muss ich eigentlich im Labor lernen, damit ich das in die Industrie bringe? Und der erste Punkt, mit dem man sich jetzt Gedanken machen muss oder der erstmal wichtig ist zu realisieren, ist, dass wir auch gerade sehr viele technische Reaktionsbedingungen haben, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Hier drüben gibt es noch eine andere Darstellung der verschiedenen Einflussparameter. Habe ich Ihnen gerade alles im Prinzip schon erzählt. Was wir aber schlussfolgern können, ist, dass eine Standardisierung dieser Reaktion eigentlich gar nicht möglich ist.
Weil wir haben jetzt hier ein ganzes Portfolio gesehen von eigentlichen ja, Herstellung von wertschöpfenden Produkten. Wir haben ein bisschen Wasserspaltung gehabt, wir haben Photooxidation. All diese Reaktionen haben unterschiedliche Ziele. Wenn ich Wasserstoff haben möchte, dann möchte ich natürlich effizient das Sonnenlicht nutzen, damit ich das spalten kann. Wenn ich jetzt irgendeine Pharmazeutika herstelle, dann habe ich ein anderes Optimierungsziel. Und deswegen ist es überhaupt nicht sinnvoll, irgendwelche Reaktionsbedingungen zu standardisieren. Sondern man muss sich eigentlich Gedanken darüber machen, wie berichte ich über diese Reaktionsbedingungen und wie stelle ich sicher, dass die Informationen immer ja, wiederholbar sind und übertragbar. Und deswegen haben wir auch jetzt im Rahmen gerade von Catalyte angefangen, ja, gut dokumentierte und charakterisierte Experimentalplattformen zu entwickeln. Hintergrund ist der, das hat wahrscheinlich der Herr auch erzählt, wir haben ja verschiedene Standorte in unserem Wasserforschungsbereich hier in Ulm, dann gibt es noch in Jena einen, in Mainz, in Wien und Kaiserslautern. Und wenn wir angefangen haben, dieselbe Reaktion unter vermeintlich denselben Bedingungen an zwei verschiedenen Standorten zu messen, haben wir sehr unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Das ist natürlich der Worst Case in so einem Wasserforschungsbereich, weil Sie dann gar nicht wissen, was Sie glauben können. Und deswegen haben wir dann ja, eine Experimentalplattform entwickelt, die im Prinzip die Vergleichbarkeit sicherstellen soll, aber auch natürlich nutzerfreundlich, erweiterbar, sagen wir noch, anpassbar, dokumentiert, charakterisiert und auch temporierbar ist. Also alles Aspekte, die jetzt für den Laborchemiker ganz wichtig sind. Und was haben wir uns noch Gedanken gemacht? Ja, wir entwickeln das jetzt einmal für unseren Sonderforschungsbereich. Wäre natürlich nett, wenn das die anderen Kollegen außerhalb von unserem Sonderforschungsbereich auch adaptieren. Weil wir wollen es ja nicht nur intern vergleichen, sondern auch nach extern. Und da haben wir dieselben Probleme. Oder noch schlimmer, weil wir noch viel weniger Informationen haben. Das heißt, das System ist Open Source, es ist verfügbar, man kann das bei GitHub im Prinzip runterladen. Wir haben in dem Falle 3D-Druck als Fertigungsmethode hauptsächlich verwendet, damit das auch jeder ohne eigene Werkstatt fertigen kann. Und es ist im Prinzip auch relativ kostengünstig. Wie sieht das aus? Wir haben hier so einen Reaktoraufbau, das ist jetzt so ein Modell als Basismodul. Hier unten ist die Lampe drin. Wir haben eine Belüftung, dass wir sicherstellen können, dass die Temperatur auch nicht beliebig steigt. Und wir können jetzt diese einzelnen Module, oder diese Wände zum Beispiel, auch gegeneinander austauschen, gegen verschiedene Funktionalitäten. Wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel hier so kleine Reaktionen oder kleine Reaktoren, so GC-Vials, zu installieren in verschiedenen Höhen, sodass wir das anpassen können an die Anforderungen von unseren chemischen Kollegen. Wir haben die Möglichkeit, ganz andere Reaktoren einzubauen. Hier sieht man es gar nicht. Das sind diese langen Schlenktubes, wo wir vorhin den Röhre drin hatten. Wir haben hier so ein Becherglas einfach oder halt normale Schlenkreaktoren bis hin zu kontinuierlichen Reaktoren. Also wir können jetzt ein System nehmen, wo wir verschiedene Reaktoren installieren können, die wir am Endeffekt dann auch so beschrieben haben, dass man die Informationen, die da drin sind, erstens reproduzieren kann und zweitens auch übertragen kann auf andere Ansätze. Und dann gibt es die Lampenmodule, verschiedene LEDs. Das sieht dann vielleicht so aus. Von der Seite bestrahlt, da gibt es ganz verschiedene Anforderungen. Das sind jetzt hauptsächlich hübsche Bildchen, da gehe ich ein bisschen drüber. Was haben wir noch gemacht? Wir haben versucht, diese Reaktoren zu verstehen. Und dafür haben wir versucht, Photonen zu messen. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt zwei Methoden. Das eine ist die Aktinometrie. Das ist im Prinzip eine chemische Reaktion, die wir gut kennen und aus der wir dann schlussfolgern können, wie viele Photonen sind wirklich im System. Ist aber relativ aufwendig. Und Sie müssen die ganze Zeit so arbeiten, dass möglichst kein Licht da ist. Weil wenn Sie das Laborlicht messen, dann haben Sie immer noch keine Informationen, die Sie eigentlich haben wollen. Und es gibt Radiometrie, das ist im Prinzip das Messen mit so einer Fotodiode, wenn Sie so wollen. Das heißt, Sie haben eine physikalische Möglichkeit. Hat das Problem, dass Sie eigentlich nur außerhalb vom Reaktor messen können. Sie können diese Diode nicht in den Reaktor installieren. Mit der Aktinometrie messen wir tatsächlich, was im System ist. So, jetzt haben meine Mitarbeiter natürlich einmal das gesamte Portfolio durchgespielt. Was Sie jetzt hier oben sehen, das muss man ein bisschen durchleiten, sind die verschiedenen Positionen von Reaktoren. Wir haben ja 8 Reaktoren gehabt. Und wenn wir jetzt anfangen, das hier zu messen, an diesen einzelnen Punkten sehen Sie, sie liegt eigentlich ganz gut aufeinander. Außer der eine Punkt hier, da hat der Mitarbeiter vergessen, den Rührfisch reinzulegen. Deswegen waren die Ergebnisse anders. Das kann man weiter treiben. Man kann das jetzt mit diesen radiometrischen Messungen sich angucken. Das ist im Prinzip so eine Intensitätsverteilung. Das wäre nur die LED. Jetzt haben wir hier diesen gesamten Aufbau mit LED. Sie sehen, da ändert sich das Strahlungsfeld schon relativ stark. Und wenn wir jetzt anfangen, hier die Reaktoren zu installieren, sehen Sie auf einmal so ein ganz anderes Muster. Das sind alles Reaktoren ohne absorbierende Spezies, also einfach Wasser zum Beispiel. Und wenn Sie jetzt einen Farbstoff da reingeben, das ist Methylorange, dann sehen Sie, dass diese einzelnen Punkte, wo die eigentlichen Reaktoren waren, verschwinden. Und das kann man jetzt systematisch machen und ausrechnen, wie viele Photonen wirklich im System geblieben sind. Und wir haben das natürlich auch mit Aktinometrie gemacht.
am Ende und können dann berechnen, okay, wie effizient kriegen wir unsere Photonen von der Lichtquelle bis in den Reaktor. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt müssen wir uns ein bisschen Gedanken zur Reaktion machen. Also haben wir auch Katalyse da gemacht und die Erwartungshaltung ist, wenn wir das bei uns durchführen, kommt überall das Gleiche raus. Die Reaktion ist auch wieder Wasserspaltung. Das ist jetzt ein anderer Katalysator, in dem Fall ist ein Molybdensulfid. Und wir haben jetzt hier unterschiedliche Lösungsmittel. Wir sehen, okay, hier vorne, die haben nicht so ganz gut funktioniert. Aber wenn wir innerhalb des einzelnen Batches das machen, das sind 8 Versuche mit einmal, ist die Streuung gar nicht so groß. Und das sind tatsächlich 3 Versuche an unterschiedlichen Tagen. Also damit kann man schon halbwegs arbeiten. Im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, war das quasi ein Quantensprung. Viel hübscher sehen die Ergebnisse natürlich hier aus. Also wenn Sie natürlich Reaktionsbedingungen haben, die nicht ganz so empfindlich sind, lässt sich das viel besser reproduzieren. Das ist das, was wir da oben auch sehen. Interessant ist das Ergebnis hier unten. Sie sehen, wir haben das einmal in Jena gemessen, wir haben das 3-mal in Ulm gemessen. Sieht alles hervorragend aus. Und dann hat sich der eine Mitarbeiter gedacht, okay, ich sprühe jetzt mal. Hat er gemacht und auf einmal sehen die Ergebnisse anders aus. Also das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass dieses Rühren einen massiven Einfluss hat, sieht man auch hier. Hier war es nicht gewollt. Aber man fängt natürlich mit dem System an, haben wir noch nie gerührt, also machen wir es auch nicht. Ist noch nicht ganz klar, warum das passiert, aber im Prinzip zeigt es trotzdem, dass das System, also das, was das entwickelte Reaktorsystem, sehr reproduzierbar ist und Sie auch solche Einflüsse, die Sie nicht erwarten, relativ signifikant nachvollziehen können. Was kann man noch machen? Mit dem System, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe, kann man nicht so viele Reaktionen mit einmal durchführen. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass dieser Parameterraum relativ groß ist, dass wir sehr viele verschiedene Parameter haben. Also brauchen wir Systeme, mit denen wir relativ schnell verschiedene Parameter durchscreenen können. Und dafür haben wir hier so einen großen Reaktor entwickelt. Das ist hier so ein, man sieht es glaube ich nicht richtig gut, so ein Rührtisch oder so ein Rütteltisch. Da liegen die Reaktoren drauf, die werden gedreht und haben noch so eine Orbitalbewegung. Und obendrauf haben wir jetzt hier so einen Reflektor gebaut, mit dem wir mit LEDs anstrahlen. Und Sie sehen hier drüben, das kann man zum Beispiel auch pulsen, man kann das auch kontinuierlich bestrahlen und sieht dann, wenn Sie nur die LEDs haben, ohne dieses Schutzschild, relativ bunt aus. So, und was wir hier machen, ist zunächst erstmal eine Modellvorhersage, wie muss hier diese Krümmung von dem Reflektor sein. Dann kriegen Sie hier so Raytracing-Experimente. Und wenn Sie das dann tatsächlich mit Radiometrie und Akkelmetrie messen, sehen Sie, dass das relativ gut übereinstimmt. Das Problem mit Raytracing ist ein bisschen, es ist sehr rechenaufwendig. Deswegen führen wir das nicht immer bis zur letzten Instanz hier durch. Also funktioniert ganz gut. Und das Entscheidende ist jetzt hier auch das Screening. Wir haben jetzt hier 2 unterschiedliche Wasserreduktionen wieder durchgeführt. Die ganzen Details habe ich jetzt mal ein bisschen weggelassen. Wichtig ist, quasi diese 2 Bildchen miteinander zu vergleichen. Wir sehen jetzt hier einerseits das Lösungsmittelverhältnis Methanol zu Wasser und den Farbstoffkonzentration. Und wir haben auf der linken Seite einfach in einem systematischen Weise die Konzentration hier erhöht und das Lösungsmittelverhältnis hier, also von da, also von oben nach unten erhöht. Und wir haben dann einfach mal statistisch alle Proben verteilt. Gleiche Einstellung, nur halt an unterschiedlichen Positionen auf dem Bett. Und was Sie sehen, ist, dass die Trends im Prinzip die gleichen sind. Was bedeutet, dass der Reaktor natürlich dann sehr gut reproduzierbar ist, weil es keine Rolle spielt, wo ich diese Proben hinstelle. Und das ist was, was ganz wichtig ist. Wenn Sie jetzt ein anderes System nehmen, wo wir einen anderen Farbstoff drin haben, dann sieht man auch hier in der Mitte ist so ein Optimum. Und das können wir identifizieren, egal ob wir das jetzt in so einer sortierten Weise hinlegen oder ob das in einer statistischen Orientierung ist, also einfach willkürlich. Also ganz hervorragendes Ergebnis und im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, können wir jetzt mit einmal 25 Proben screenen und damit natürlich eine 25-fache Beschleunigung unserer Versuche hier realisieren. Das geht auch noch ein bisschen weiter. Da sind wir jetzt gerade dran, deswegen kann ich Ihnen da noch nicht ganz so viel zeigen. Wir automatisieren gerade das System und das ist quasi der Reaktor. Sie sehen hier ein paar verschiedene Roboterarme, mit denen Sie dann die Proben rausnehmen können und dann die Beprobung stecken können, sodass Sie auch während der eigentlichen Versuche relativ schnell Informationen generieren können. Und das sieht im Prinzip so aus. Hier haben wir so einen Roboterarm, das ist jetzt noch an unserem Dummy-Setup. Und bewegen dann die Proben von einer Position zur anderen und können die dann natürlich zu den Messaufbauten bringen und werden dessen auch beproben. Das ist gerade so ein bisschen Work in Progress. Bringt mich aber tatsächlich so ein bisschen wieder zurück auf meine Grafik, die wir hier haben. Ja, also wir hatten jetzt natürlich noch die Frage, so ein bisschen Reaktormaterialien, mit denen wir uns beschäftigen müssen und eigentlich den Scale-up. Ich habe Ihnen jetzt so also ein bisschen oder sehr viel zu grundlegenden Ansätzen erzählt.
möchte noch ein bisschen abschließend was zum Scale-Up erzählen. Und das bringt mich eigentlich wieder zu diesem Punkt dieser Grafik. Also, was sind die eigentlichen Performance-Indikatoren, die wir irgendwie brauchen? Und das muss man ein bisschen in den Kontext so einer Prozessentwicklung setzen. Wenn wir ein interessantes Molekül haben, was vielleicht irgendwie ein Antikrebsmittel oder irgendwas ist, dann fangen wir normalerweise in der Forschung an und arbeiten irgendwie auf einer Laborbank. Da können wir jetzt hier solche kleinen Reaktoren einsetzen. Das sind jetzt kommerziell erhältliche Systeme, bei denen wir die verschiedenen Farben zum Beispiel testen können. Also bei welcher Farbe funktioniert die Reaktion am besten. Dann generieren wir hier Informationen. Wir müssen den Maßstab unserer Reaktion vergrößern. Das ist wieder dieser Reaktor, den wir vorhin schon gesehen haben, mit der guten Durchmischung. Und im letzten Maßstab oder im letzten Ansatz müssen wir Richtung Pilotplant oder Pilotanlage oder Industriemaßstab. Das, was Sie hier sehen, ist ein Reaktor für Photochlorierung, 30, 40 Kubikmeter internes Volumen. Und was hier drüben so ein bisschen leuchtet, sind die Lampen, die Sie dann entsprechend einsetzen. Und wie man, glaube ich, ganz gut sieht, trotzdem, trotz des schwachen Beamers, der Reaktor muss auch entsprechend gut durchmischt sein. Das heißt, Sie müssen diese guten Eigenschaften des Reaktors von dem kleinen Maßstab bis zum großen Maßstab irgendwie sicherstellen, dass das halt funktioniert. Und dafür brauchen Sie halt entsprechend skalierbares Laborequipment. Ich habe Ihnen das gerade jetzt von unserem Sonderforschungsbereich gezeigt, wie wir die Vergleichbarkeit sicherstellen wollen. Das ist was Sie natürlich kommerziell auf einer anderen Ebene auch machen können. Das sind jetzt quasi die zwei Schienen. Sie wollen damit Geld verdienen, dann können Sie auch die kommerziellen Anlagen kaufen. Oder Sie sind ein bisschen mehr auf der akademischen Seite unterwegs, dann haben Sie nicht die 20.000 Euro für so einen Reaktor, sondern müssen sich ein bisschen andere Sachen Gedanken. Sie müssen das immer gut definieren und wissen, was Sie dort tun. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Beispiel, das ich Ihnen vorhin schon mal gezeigt hatte. Also wir haben hier wieder diese Hochleistungslampen, die man dann entsprechend in die Reaktoren eintaucht. Genau, das war auf der vorherigen Folie gefehlt. Das ist die Reaktion, die wir machen. Wir machen hier so eine CN-Kopplung und bilden im Prinzip dieses Molekül. Und das ist ein Skalierungsansatz, der im Prinzip aus diesem einen gerührten Rührkesselreaktor bis zu diesem Kubikmeter skaliert wird. Also das, was Sie vorhin den gut durchmischten gerührten Reaktor gesehen haben, war der Ausgangspunkt hier. Und am Ende kommen wir halt eben zu solchen großen Photochlorierungsanlagen, die wir hier einsetzen können. Ja, was sind die Schlussfolgerungen? Jetzt bin ich ja fast perfekt in der Zeit. Was wollte ich Ihnen erzählen? Sie sehen, Photoreaktoren sind nicht so ganz einfach. Die Reaktoren haben eine ganze Menge an Anforderungen und Randbedingungen. Wir haben relativ komplexe Interaktionen und das ist der Grund, warum ich mich mit sowas an der Universität beschäftige. Wir müssen halt diese Interaktionen verstehen. Und dieses Gebiet, mit dem wir uns da beschäftigen, das ist das, was wir als Reaktionstechnik, also im Englischen als Reaction Engineering, bezeichnen. Und wenn man das so ein bisschen, ne, in den Kontext setzt, dann haben wir im Prinzip auf allen Skalen, also vom Laborreaktor über diesen Mini-Plant-Reaktor, Pilot und Industriemaßstab, überall reaktionstechnische Fragen, die sich immer mit der Größe verändern. Und der interessante Punkt ist, dass das normalerweise eine Einbahnstraße ist. Also wenn Sie in einem Unternehmen sind, Börge Ingelheim, wenn wir jetzt gerade lokal bleiben, dann geht der Informationsfluss von links unten nach rechts oben. An den Schnittstellen wird so ein bisschen miteinander geredet, aber meistens kommt keine Information zurück. Wichtiger ist es aber, und das habe ich Ihnen hoffentlich heute so ein bisschen näher bringen können, ist, dass wir eigentlich das in beide Richtungen brauchen. Weil viele der Anforderungen, die wir im technischen Maßstab haben, gerade das Durchmischen zum Beispiel, hat Konsequenzen für die Versuche, die wir im Labor machen. Ich habe Ihnen das auch mit diesem modularen Reaktor gezeigt, also für unsere verschiedenen Standorte. Wenn wir dort nicht sicherstellen können, dass die Ergebnisse erstens reproduzierbar und zweitens auch verstehbar sind, dann können wir mit dem Ergebnis am Ende nichts anfangen. Und das ist in der Grundlagenforschung genauso schlimm, wie wenn Sie halt in die angewandte Forschung gehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man halt die Skalen versucht, so ein bisschen miteinander zu verheiraten und diese unterschiedliche Bedeutung, die Bedeutung der unterschiedlichen Aspekte natürlich auch klar zu machen. Genau. Und was brauchen wir? Das hatte ich Ihnen gerade schon erzählt. Also wir müssen natürlich wissen, welche Parameter spielen eine Rolle. Deswegen haben wir uns dann auch mal mit den Kollegen zusammengesetzt und haben versucht, das zusammenzufassen. Sie müssen diese ganzen Parameter natürlich dokumentieren und auch berichten. Das ist was, was nicht so trivial ist. Wenn ich durch die Literatur schaue und versuche zu verstehen, was die Kollegen da gemacht haben, gibt es ganz oft sehr viele Fragezeichen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass viele von diesen Parametern tatsächlich Optionen sind, um die Reaktion effizienter durchzuführen. Also es ist nicht einfach so, ich muss mich dem Diktator unterwerfen, sondern ich muss halt einfach verstehen, was ich da eigentlich tue. Und häufig gibt es halt eben Optima, die nicht an den Enden sind, sondern irgendwo dazwischen.
Ja, und dann sollte man natürlich auch so ein bisschen wissen, was für technische Strategien es gibt, um Probleme zu beheben. Und das ist der Punkt, wo das Ingenieurwesen im Prinzip wieder in die Chemie reinfließt. Damit bin ich am Ende der Veranstaltung hier oder meines Vortrags. Und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. So, ja, müsste funktionieren. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und letzten Endes eine ganz andere Perspektive, da, wie das, was wir von Herrn Rau jetzt beim letzten Mal gehört haben, der ja sozusagen eher auf die chemischen Prozesse eingegangen sind und bei Ihnen sozusagen eher die technischen Rahmenbedingungen. Ja, gibt es von Ihrerseits oder Ihrerseits jetzt erstmal Fragen? Guck auch mal gerade in dem Chat. Im Chat poppt schon was auf. Das heißt, dann würde ich erst da noch mal hingehen, beziehungsweise bevor ich da hingehe, eine Frage noch. Sie haben ja zwischendurch aufgezeigt, welche Maßstäbe beziehungsweise welche Prinzipien Sie nutzen, unter anderem eben Open Source beziehungsweise eben diese offenen Informationen. Und Sie hatten ja ganz zum Schluss auch gezeigt, dass es wichtig ist, bei der Skalierbarkeit die Informationen nicht nur in der Form von einer Einbahnstraße von der Uni in die Industrie, sondern auch von der Industrie zurückzumachen. Macht denn da die Industrie mit? Ist das nicht für die Industrie auch eine riesen Herausforderung? Weil das bedeutet ja, dass, was weiß ich, das, was hier in Deutschland entwickelt wird, möglicherweise auch plötzlich in China oder an anderen Orten gemacht wird. Also wie ist es da mit den. Genau, also da muss man jetzt zwei Sachen voneinander so ein bisschen trennen. Wenn ich diesen Weg jetzt hier erstmal aus der akademischen Brille schaue, sind wir, also der Kollege Rau ist irgendwo hier, ich bewege mich da und meine Industriekooperationspartner gehen weiter da nach oben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, an welcher Stelle hat man welchen Informationsfluss? Nach extern sind wir hier an der Stelle, dass wir eigentlich alles entsprechend dokumentieren und auch berichten. Deswegen gibt es auch den modularen Reaktor. Wir haben da auch relativ viel Zeit rein investiert, dass wir unsere eigenen Systeme so hinbekommen, dass wir das auch einheitlich dokumentieren können nach außen. Das ist natürlich die akademische Forschung, die ist jetzt der Steuerzahler finanziert. Jetzt kann man streiten, ob ich die jetzt nach China veröffentlichen darf oder nicht, aber das lässt sich nicht vermeiden. Sobald ich im industriellen Umfeld bin, dann ist natürlich dieser Rahmen jetzt hier nicht mehr die Öffentlichkeit, sondern das muss das Industrieumfeld sein. Und selbst im Unternehmen funktioniert dieser Weg häufig nicht. Und das ist das, was hier entscheidend ist. Also gerade für die Prozessentwicklung ist das ein Problem. Es gibt tatsächlich gerade seit 2 Monaten oder 3 Monaten eine neue Publikation, die aus der Pharmaindustrie kommt, wo sich ein bisschen die Frage stellt, warum gibt es nicht mehr Photochemie? Weil eigentlich ist es ja ziemlich cool, habe ich Ihnen ja hoffentlich auch erzählt. Gerade. Das Problem ist tatsächlich, dass die Erfahrung fehlt. Und wenn in der Chemieindustrie Erfahrung fehlt, sagt man, okay, ich mache lieber das andere. So, und dann gibt es natürlich Investitionsbarrieren, die auch noch dazukommen, weil wenn es die Reaktoren nicht gibt im Unternehmen, und kann ich keine einsetzen. Also ich muss erstmal irgendwie 100.000 Euro investieren, um so einen großen Reaktor zu haben. Das ist natürlich ein Problem. Und da sind wir auch ein bisschen dran, um diese Lücke zu schließen. Sie haben das ein paar Mal, glaube ich, gesehen. Hier ist gar nicht mehr drauf, dieses Photochemical Competence Center. Das ist gerade eine Institution, die wir kürzlich gegründet haben, wo wir uns halt so mit Machbarkeitsstudien beschäftigen wollen für die Industrie, was an Reaktionen halt wirklich geht und wie man die auch umsetzen muss. Weil die ja ganz oft die Frage haben, geht das überhaupt in dem Reaktor? Und dann sind wir genau an dieser Schnittstelle hier von dem Labor zur nächsten Stufe, also zum Miniplans zum Beispiel. Und wenn die keiner abbilden kann, wird auch die Implementierung nicht funktionieren. Und momentan, ich hatte das ja ganz am Anfang in den Einführungsfolien so ein bisschen drin, ist es eigentlich eine sehr spannende Zeit, weil die Chemieindustrie sich selbst transformieren muss. Das wird zum einen dazu führen, was man jetzt schon sieht, dass relativ kosten- oder energieintensive Prozesse erstmal ausgelagert werden. Die gehen dann nach USA oder nach China. Alles, was man dort nicht hinpacken möchte, muss irgendwie mit Strom versorgt werden. Und das ist das, weshalb es für die Photochemie sehr spannend ist, weil ich nämlich an der Stelle sowieso den Reaktor anfassen muss. Ich muss den jetzt entweder elektrisch beheizen, ich kann Elektrochemie machen oder meinetwegen Plasma oder ich gehe halt zur Photochemie. Und das ist was sehr spannend ist, weil die Reaktionen, ich habe das vorhin ganz kurz mal so gesagt, sind halt nicht eins zu eins das gleiche wie bei den thermischen Reaktionen. Und wenn ich halt sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt Photochemie machen, dann hat man im Prinzip die Notwendigkeit, den gesamten Prozess zu ändern. So, jetzt weiß ich nicht, wie firm Sie alle mit so chemischen Prozessen sind. Normalerweise sind das 3, 4, 5, 10 Reaktionsschritte, je nachdem, was Sie für ein Molekül haben.
Und wenn Sie da einen rausnehmen und mit Photochemie ersetzen, dann funktioniert der Prozess nicht mehr. Sondern Sie nehmen drei raus und machen einmal Photochemie und dann geht das wieder. Aber keiner fasst die drei Prozesse an, weil da nämlich noch ganz viel mehr hinten dran hängt. Und deswegen ist es gerade sehr spannend, dass dieser externe Druck natürlich dazu führt, dass sich die Chemieindustrie immer mehr Photochemie anschaut. Weil die müssen die Prozesse eh überdenken, also kann man auch effiziente Prozesse nutzen. Also schon sehr cool. Gut, wir haben weitere Fragen im Chat. Eine Frage ist, abgesehen davon, dass auch dort besten Dank für den tollen Vortrag geäußert wird, ist ein Problem beim Upscaling, dass das Licht nicht mehr in die Mitte des Reaktors kommt, wenn durch die Vergrößerung die maximalen Abstände zwischen den Lichtquellen und den Reagenz steigen. Das ist durchaus ein Problem. Also deswegen beschäftigen wir uns eben mit solchen Fragestellungen, wie wir dort gut durchmischen können. Und eine Sache, ich habe das jetzt nicht groß ausgeführt, aber man sieht es eigentlich auf dem Bild hier auch ganz gut. Wenn wir jetzt dort Einbauten in den Reaktor packen, die dafür sorgen sollen, dass das sich gut durchmischt, dann absorbieren diese Einbauten häufig auch Licht. Also bei uns ist das jetzt so Polymer gewesen, was wir 3D gedruckt haben. Man kann es versuchen, aus Glas herzustellen, damit es weiter transparent bleibt. Ist aber gar nicht so einfach. Und die Hauptfragestellung oder das Hauptproblem ist eben dieser exponentielle Abfall der Intensität, dass nach 2 mm oder sowas spätestens das Licht weg ist. Das heißt, ich muss mir da wirklich Gedanken machen, wie ich das gut durchmische. Und deswegen arbeiten wir da auch dran an so Systemen, die wir halt im Labor so gut charakterisieren können, dass wir das am Ende auch übertragen können. Dann eine weitere Frage, die bezieht sich auf voraussichtlich die Folie 7. Ah, Zur ganz Folie fix. mit den 130 Terawatt. Sie sprachen von einer Energie, aber Terawatt ist eine Leistung. Habe ich da etwas missverstanden? Das ist also die Energie, die umgewandelt wird. Ja, das ist tatsächlich nicht physikalisch korrekt. Das, was an Energie global gerade aufgenommen wird und was dann in dem Moment in Energie umgewandelt wird. Ich meine, das wird nicht alles final Biomasse, weil die Pflanzen natürlich auch Energie brauchen, um zu leben. Aber das ist quasi die Energieleistung oder die Leistung, die wir dort umsetzen von dem Sonnenlicht. Gut, und eine letzte Frage jetzt hier im Chat, zumindest aktuell, zur Herstellung von Wasserstoff mit Licht. Ist das etwas, was industriell genutzt wird, oder wird das industriell eher mit Elektrolyse von Wasser oder Dampfreformation von Methan gemacht? Also der chemische Prozess, also der großtechnische Prozess, mit dem Wasserstoff hergestellt wird, ist die Steam Reforming, also Dampfreformierung. Das ist auch das Problem mit dem Prozess, weil sie halt in so einem Methanmolekül 4 Wasserstoff haben, aber einen Kohlenstoff. Das heißt, wenn sie das umwandeln, kriegen sie immer CO2. Und damit muss man halt entweder irgendwas anfangen oder es wieder entfernen. Das ist der Hauptprozess. Elektrolyse wird aufgebaut. Also das passiert gerade, auch das ZSW, wir hatten das ja vorhin gerade mal so ein bisschen besprochen, hat da so ein bisschen die Finger drin. Tatsächlich ist es momentan so, also zumindest die letzten Zahlen, die ich mir mal angeguckt habe, das ist auch schon wieder 5 Jahre her, dass also fast der gesamte Wasserstoff, der elektrolytisch weltweit hergestellt wird, kommt zwar aus der Elektrolyse, aber nicht aus der Wasserspaltung, sondern aus der Chloralkali-Elektrolyse, wenn Sie Natronlauge und Chlor herstellen wollen. Das ist ein Nebenprodukt, was dort entsteht. Das sind, weiß ich, 8 Megatonnen oder was sind das, 8 Millionen Kubikmeter pro Jahr oder sowas. Das ist schon echt große Mengen. Aber technisch wird es noch nicht umgesetzt. Die photokatalytische Wasserspaltung ist jetzt was momentan schon noch Grundlagenforschung ist. Also es geht auch, wenn Sie Titandioxid im Prinzip nutzen. Es gibt ein paar Systeme, die auch sehr effizient funktionieren. Es ist aber was man zugegebenermaßen noch nicht auf dem Stand hat, dass man dass man effizient das Licht umwandelt. Also wenn Sie, also das ist immer die Frage, die wir sonst auch immer bekommen, deswegen kann ich die auch schon beantworten, bevor sie gestellt wird. Kann ich nicht einfach eine Photovoltaikzelle nehmen und dann Elektrolyse machen? Kann man. Das funktioniert auch momentan tatsächlich noch effizienter. Aber deswegen arbeiten wir an diesem System in dem Sonderforschungsbereich, um die Systeme so effizient zu bekommen, dass man nicht noch einen Energieumwandlungsschritt drin hat. Das ist das Ziel. Und was natürlich auch noch eine Rolle spielt, prinzipiell ist der Vorteil dieser Photokatalyse der, dass Sie das auch dezentral irgendwo hinstellen können. Also Sie können kleine Anlagen bauen und dort dann Wasserstoff produzieren. Und das ist was zwar mit Photovoltaik-Elektrolyse prinzipiell funktioniert, aber normalerweise skalieren Sie das in große Elektrolyseure, die dann halt an einem Standort stehen und dann installieren Sie das. Ja, super. Erstmal vielen herzlichen Dank. Jetzt werfe ich doch nochmal einen Blick hier in den Hörsaal. Gibt es hier noch Fragen?
Da oben gibt es eine. Ja, danke schön nochmal für den Vortrag. Meine Frage geht mehr auf die letzte Folie, Jetzt. also wo es darum geht, Ja. dass es eine Einbahnstraße ist. Ja. Wir waren heute beim ZSW. Ja. Da kommt auch immer die Frage, wir machen etwas und was die Industrie daraus macht, wissen wir dann nicht mehr. Sie sagen jetzt im Prinzip das Gleiche. Und das ist ja für eine Gesellschaft und für einen Staat hochgradig ineffizient, wenn ich diese Feedback-Loops nicht schließe. Wie kommen wir denn aus diesem Teufelskreis raus? Das ist eine sehr wichtige und interessante Frage. Also ich meine, der Teufelskreis beginnt dort, wo wir aus dem, sage ich mal, öffentlich geförderten Rahmen in den wirtschaftlichen Raum übertreten. Und wie man da wirklich zurückkommt, vielleicht über Partnerschaften zwischen der Industrie und den Unternehmen, nicht Unternehmen, den Universitäten, das ist aber ein relativ schwieriges Spannungsfeld. Also ich meine, das ist, also für mich ist das Spannungsfeld in dem Kontext für mich immer bezeichnend, wenn man so über Patente nachdenkt. So, wenn ich jetzt als Universität ein Patent mache, stellt sich die Frage, ob ich das überhaupt tun sollte. Weil ich bin ja eigentlich eine öffentlich geförderte Einrichtung. Das heißt, das Patent geht dann irgendwo, es ist ja ein einschränkendes Recht, bedeutet, dass diesen Prozess eigentlich nur derjenige durchführen darf, der mir Geld zahlt. Jetzt kann man sagen, okay, die Industrie braucht es dann und das kommt dann als Geld zurück. Funktioniert aber häufig gar nicht gut. Deswegen ist das relativ schwierig umzusetzen, weil sobald die ökonomischen Interessen sind, kann man die natürlich häufig nur durchsetzen, wenn ich das geheim halte. Und das fällt mir schwer, da was Direktes zu sehen. Also man kann natürlich auch methodisch zusammenarbeiten. Also ich meine, ich habe das vorhin mit diesen Berichten erzählt, da gibt es von der Deutschen Forschungsgemeinschaft momentan große Aktivitäten im Rahmen von dieser nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Ja, zentrales Berichtswesen, wenn man so möchte, über die Forschung zu installieren, auch mit der entsprechenden wissenschaftlichen Begleitung, dass wir halt nicht einfach willkürlich irgendwas erzählen oder hinschreiben, sondern dass das auch so ist, dass man es natürlich am Ende maschinenlesbar hat, dass man es durchforsten kann, dass das eine gewisse Hierarchie folgt. Und in dem Kontext arbeiten auch die Industrieunternehmen zusammen. Da sieht man dann aber auch zwischen den verschiedenen Konsortien, die es gibt, die Industriebeteiligung haben, dass dort ganz häufig auch diese Frage, was ist denn das Intellectual Property, also der geistig besitzte Unternehmen, wie kann ich den schützen und wo kann ich was durchlassen und wo kann ich es nicht durchlassen? Und das ist die allererste Frage, die von der Industrie dort kommt, weil das ihr Wettbewerbsvorteil ist. Und deswegen denke ich, methodisch kann man das machen. Wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen und schauen uns halt so ein bisschen die Fragen an, was man halt generell daraus ableiten kann. Und ich habe auch regelmäßig Industrieprojekte, aus denen wir dann akademische Fragestellungen ableiten. Ich kann aber natürlich nicht über die Chemie reden, die wir da machen. So, und deswegen also gibt es diese natürliche Barriere und ich sehe auch nicht, wie die in der Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, abbaubar ist. Und ich meine, das ist ja ein globales Problem. Das diskutiert man ja auch in der Tagespresse, Wissensabfluss ins Ausland. Das ist genau der Grund, warum man manche Sachen geheim halten sollte. Das ist zwar jetzt moralisch nicht so schön, es ist aber die Realität. Ja. Okay, jetzt sehe ich gerade, da ist noch eine Frage reingekommen. Auch wirklich bald mit Brille. Ja, alles zu klein. Oder einen größeren Monitor. Anmerkung, keine Frage. Aus der Einbahnstraße kommt man innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel dadurch heraus, dass man die Mitarbeiter zu einer Rotation zwischen den Abteilungen zwingt. Besten Dank auch für Organisation, Moderation und Übertragung und den guten Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn es hier jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt auch langsam zum Ende kommen. Sie haben ja gerade schon gehört, unsere Wasserstofflotsen und die, die sich dafür interessieren, waren heute im ZSW. Am Freitag gibt es dort auch noch mal um 14 Uhr eine Führung. Ich weiß nicht, gibt es da noch freie Plätze? Nein, nicht mehr. Okay, gut. Sollten Sie Interesse haben, können Sie sich trotzdem bei uns melden. Wir werden sowas sicherlich bald wieder anbieten. Das Ganze findet jetzt auch im Rahmen der Wasserstoffwoche statt, die wir ja auch, da haben wir auch die heutige Veranstaltung auch mit beworben.
Gerade diese Woche ist das Thema Wasserstoff sozusagen, sollte es überall präsent sein. Insofern hat es auch sehr gut jetzt heute gepasst. Für Sie vielleicht noch zwei Hinweise. Am kommenden Donnerstag bieten wir wieder in der viele Webinarreihe das Thema H2-Pioniere an. Da wird von der THU jemand über den neuen Energiepark sprechen. Und dort gibt es dann zum Beispiel auch einen Elektrolyseur, der dort jetzt gerade neu in den Einsatz kommt. Und am Freitag ab 16 Uhr beginnt dann der lange Abend der Wissenschaft. Da werden Sie hier im Forumsbereich und zumindest in diesem Umfeld der Universität sehr viele unterschiedliche Angebote finden, wenn Sie sich also da informieren wollen. Es gibt Vorträge in den Hörsälen, es gibt aber auch Ausstellungen und kleine Mitmachaktionen hier im Foyer. Sie sind herzlich eingeladen. Das geht etwa bis 20 Uhr. Und danach kann man aber wohl noch zum Botanischen Garten gehen. Bei schönem Wetter wird es da wahrscheinlich noch etwas Musik geben. Und man kann dann den Abend ausklingen lassen und ins Wochenende starten. Ansonsten, unser nächster Vortrag in dieser Reihe Künstliche Photosynthese wird dann am 1. Juli stattfinden. Dann aber nicht mehr zum Thema Künstliche Photosynthese, sondern mit Beiträgen aus dem Institut für Botanik geht es um die sozusagen biologische Photosynthese, die natürliche Photosynthese. Auch dazu würden wir uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ihnen vielen herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund. Und Herr Professor Ziegenbalg, Ihnen nochmal vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Und ja, hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Vielen Dank. Gerne. Falls Sie mal einen echten Fotoreaktor sehen wollen, dann sollten Sie am Freitag bei uns im Chemieingenieurwesen mal vorbeikommen. Da gibt es sogar zwei.